Revierkampf. Färbe möglichst viel ein. Punkasius Skatepark. Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Splatoon. Und es sind vier Stufe 20er hier in dieser Lobby. Und ich habe mich mal für die neue Waffe entschieden, und zwar für die NZAP. Keine Ahnung, ob das eine gute Wahl war oder nicht. Ich dachte, ich nehme sie einfach mal. Vor allem, weil sie eben diese geile Spezialfähigkeit hat, die mir einfach nur total taugt. Ja, mal schauen, wie wir uns so gegen Stufe 20er schlagen. Ich sehe schon mal positiv, dass hier sich niemand um die Außenbahn gekümmert hat. Und ich werde mich jetzt auch mal direkt wieder hier ein bisschen zurückziehen. Man soll ja nicht zu gierig werden. Und werde auch gleich meine Spezialfähigkeit zünden, ne? Auch das ist wichtig. Und ich sehe, dass hier drüben viele sind. Okay. Moment. So. Oh, oh, da muss ich weg. Da muss ich weg. Gegen den Klecksroller traue ich mir noch nicht zu. Ich habe das Spiel länger nicht mehr angefasst, leider. Deswegen, oh, da, der hat ein Schild. Und deswegen bin ich einfach gerade momentan nicht so im Spiel drin. Und man merkt es auch. Ah, schade, schade. Es läuft gerade nicht so. Das Ding ist ja, dadurch, dass ich sage, dass ich bis Stufe 20 euch das Ganze im Let's Play zeige, habe ich nicht die Möglichkeit, auch nur irgendwann mal alleine zu spielen. Das heißt, ich kann wirklich nur spielen, wenn ich aufnehme. Und ich bin halt, ich muss halt sozusagen Laune auf Splatoon haben und Laune zum Aufnehmen. Und Laune zum Aufnehmen ist gar nicht so leicht zu bekommen bei so richtig gutem Wetter. Jetzt hat mich wieder einer gesehen. Aber ich habe ihn zu spät gesehen. So ein Mist. Ich bin gerade nicht drin. Ich hoffe wirklich, dass ich wieder reinkomme. Weil ich eigentlich ungern verkacken will. Das ist einfach so was ich einfach nicht will. Und hat ihn jetzt ordentlich weggerutscht. Alles klar. Ihr merkt auch schon. Ich sammle keine Punkte. Liegt vielleicht auch an der Waffe. Wow. Er hat mich jetzt weggerotzt. Ja. Ich bin nicht so zufrieden mit meiner Leistung momentan. Aber ich finde es halt, so die Level-Aufteilung finde ich gerade ein bisschen krass. Also sozusagen, dass nicht nach Leveln gematcht wird, sondern sozusagen einfach nur so random. Also dass es gar nicht vom Skill angepasst ist. Also da freue ich mich schon auf die Arena, auf die Ranglistenkämpfe. Weil dann spielt man wirklich gegen Leute mit selben Skill. Und dann kann sowas ja auch nicht mehr passieren, dass ich hier nur von 20ern weggerotzt werde. Yeah. Oh, hinter mir ist einer. So ein Mist. Ah, der Medusa-Klecksroller hat mich geplättet. Not so gut. Komm schon. Die Motivation muss oben bleiben. Aber es ist auch gerade megamäßig heiß draußen. Ich sitze hier gerade einfach vor meinem PC in Tanktop und kurzer Hose. Und wo kam der denn jetzt schon wieder her? Und sweate hier einfach so vor mich hin. Ich schwitze im Sitzen. Was ist denn das? Im Sitzen. Ich finde das nicht normal. Keine Ahnung, ob ihr sowas normal findet. Und der hat mich jetzt wieder ordentlich schön weggerotzt. Wow, also mein Skill ist under 9000 auf jeden Fall. Und ich glaube, das haben wir auch verloren. Das könnte knapp werden, aber ich glaube, wir haben es verloren. Ja, doch. Was? Wir haben es gewonnen? Okay, ja, um 1%. Ich hätte uns den Sieg nicht gegeben und ich habe einfach so schlecht gespielt. Ich bin Letzter, oder? Ja, eindeutig. 1-6. Yo, wahrscheinlich. Macht Spaß, oder? Ja. Ich habe mir jetzt auch neue Boots angezogen und mein altes T-Shirt wieder angezogen. Also in-game. Weil ich fand den Tintenverbrauch niedriger haben ganz geil. So, schon wieder 4x Stufe 20. Macht Spaß, oder? Ist gerecht aufgeteilt auf jeden Fall. Und 5x Stufe 20. Yo, 4 Japaner dabei. Geil. So wünsche ich mir das. So wollen wir das doch alle haben. Ich schwitze im Sitzen. Ich mache nichts und schwitze. Okay, Dekabahnstation. Bin ich auch nicht viel besser. Ich finde die Bohrinsel am geilsten. Die Bohrinsel Nautilus. Und sehe ich das richtig, dass die Gegner sehr, sehr viel, die meisten 20er haben? Keine Ahnung. Ist mir egal. Ich will jetzt nicht über die Stufen heulen. Ich sehe ja selber ein, dass ich gerade nicht in Topform bin. Aber das kann sich doch diese Runde schon ändern. Komm schon. Mit ein bisschen Elan geht das. Einfach mal in die Gegenden rennen, wo einfach wir noch nicht färben. Einfach nur, dass ich Punkte sammeln kann, ne? Ich habe schon leider länger nicht mehr gespielt. Ich würde zwar gerne öfter spielen, aber ich muss halt auch in der Laune sein, aufzunehmen. Und das bin ich halt leider nicht immer so. Den da vorne kriegen wir vielleicht mit einer schönen Granate. Ah, sieht nichts aus. Zack, hier hoch. Ah, der hat ein Schild, verdammt. So, ich werfe mal hier ein paar Granaten hoch.
Nur mal gucken, ob ich was erwisch. Ah, sieht leider nicht so aus. So, hier rüber. Da unten. So, zack. Oh Mann, den Kill hat jetzt jemand anders bekommen. Komm schon, gib mir doch auch meinen Kill. Irgendwie ist meine Energieregeneration, also meine Tintenregeneration gerade nicht so geil. Um die sollte ich mich vielleicht mehr kümmern. So, den habe ich jetzt schon mal weggeholt. Immerhin etwas. Wir müssen halt irgendwie die Mitte für uns sichern. Das ist wichtig. Oh, da unten ist einer. Okay, wir haben den Super Titan. Das ist gut. Wo ist der hin? Das war hinter mir. So ein Mist. Ah, 4 Fähigkeiten hat er. So ein Crap. Okay, haben wir bei uns eigentlich alles eingefärbt? Ja, sieht alles sehr, 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 sehr solide aus. Da oben haben wir noch ein bisschen was nicht eingefärbt ist. Das snacke ich mir kurz, aber dann werde ich mich jetzt wieder direkt in die Mitte stürzen, weil es da einfach am meisten zu holen gibt. Da wird sich auch das Spiel entscheiden. Wenn wir die Mitte weiter so gut halten wie gerade, dann passt das auch. Oh, ich komme auch hier nicht hoch gerade. So, wen haben wir denn da? Oh, vielleicht war auch die Wahl der Waffe hier nicht so optimal. Weil die macht relativ wenig Schaden. Ich überlege mal, ob ich nach der Runde vielleicht die Waffe wechsle. Vielleicht. Keine Ahnung, ob der Waffenwechsel was ändert. Aber irgendwo muss ich anfangen. Aber es ist einfach momentan die fehlende Erfahrung. Die Leute spielen das Spiel sehr intensiv. Aufgrund des Let's Plays komme ich nicht so dazu. Also nicht so intensiv dazu, weil ich will ja auch nicht 8 Jahre im Voraus aufnehmen. So, jetzt hat der mich wieder nice weggerotzt. Ach, ja, die Airbrush-MG. Das ist wirklich die meisten zocken. Sollte ich vielleicht auch nehmen. Und wäre eigentlich ganz schön, wenn ich einfach mal nicht mehr so vielen Japanern gematcht werde. Das ist auch was ich Mario Kart komisch finde. Weil, mein Gott, Japaner spielen halt einfach besser. Das ist halt irgendwie so, keine Ahnung, natürliche Begabung ist halt so. Ja. Deswegen finde ich das halt alles ein bisschen crazy. Aber so, der denkt jetzt, der könnte hier alles grün machen. Nö, nicht mit mir. Und ich habe den nicht bekommen. Wow, das sind jetzt 2 schlechte Runden. Und jetzt haben wir es auch noch verloren. Oh Mann, das ist doch kacke. Vielleicht hilft dir ein Waffenwechsel. So, ich war mal wieder Letzter. Nice. Macht richtig Spaß. Ach, komm schon. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, meine Ausrüstung ist aber noch nicht so optimal. Aber ich habe einfach nicht das Level dazu. Ich muss mehr zocken. Aber das Let's Play hindert mich leider daran. Tja, ist halt der Fluch des Let's Players, ne? Dadurch geht es halt nicht, dass man sozusagen sich jetzt viel Skill privat aneignet, wenn man sagt, dass man es im Let's Play macht. So, dann zocke ich mir halt mal hier die Airbrush MG und werde mich damit jetzt mal in die Lobby stürzen. Und hoffe, dass ich dann damit mehr abgehe. Weil damit war ich auch im letzten Part, der vorletzte. Ich weiß nicht, ob es der letzte oder der vorletzte war. Aber da war ich mit dem ja eigentlich recht gut dabei. Und dann hoffe ich auch, dass es jetzt so ist. Und kein Stufe, doch ein Stufe Transker. Aber schon wieder 4 Japaner. Ne, 3 Japaner. 3 Japaner. Ich bin ruhig. Ich motz nichts. Und ich spiele natürlich wieder auf der Dekaban-Station. Es sind ja leider nur 2 Maps, die man zocken kann. Ja. Wenn ich dann auch Stufe 10 bin, werde ich mal mein kurzes Fazit abgeben, was ich von Splatoon halte. Aber da will ich jetzt erstmal noch weiter zocken, um einfach mehr Spielerfahrung zu sammeln. Ja, man merkt schon, diese Waffe ist wirklich der krasse Shit. Die geht wirklich ordentlich ab. Die hat einfach eine hohe Reichweite. Ne, eine hohe Reichweite nicht, aber sie sprayt einfach extrem gut und... Wow. Der hat jetzt die Zinzuka als erstes gezückt. Die wollte ich eigentlich auch gerade ziehen. Ach, verdammt. Aber der hat coole Anziehsachen. Ja, da fehlen mir einfach die Level dazu. Macht nix. Die kriegen wir ja. Jetzt müssen wir erstmal uns darum kümmern, dass wir vielleicht mit dem jetzigen Level ganz gut was anstellen können. Oh, da hat jemand so ein keine Ahnung, wie die heißen. Tintnardo bestimmt. Hat doch alles was mit Tinte zu tun. Ein Tintnardo abgefeuert. So. Der flüchtet. Aber ich habe ihn. Ah, ich habe ihn bekommen, aber leider hat er mich auch noch gekriegt. Der hat coole Ausrüstung, muss man sagen. Muss man zugeben. Ah, und da ist der Tintnado eingeschlagen. So, direkt hier mal die Spuren verwischen. Nicht, dass der dann auch noch irgendwie extra Punkte für den bekommt. Na, so weit kommt's noch. Was denkst du denn, was du da machst, Freundchen? Wo ist der hin? Hä, wo ist der hin? Ach, der war unter mir. Oh Gott, schlecht.
Mein Skill. Wo ist er hin? Aber da merkt man's. Konsolenspiele sind Spiele, die man intensiv spielen muss, um gut zu sein. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall aus diesem Part mitnehmen. Wollt den Kon... Was war das? Hä? Was war das? Tintenmine. Das habe ich noch gar nicht. Das ist eine Scheiße. Welch Aggro. Wo war ich stehen geblieben? Ihr müsst Spiele intensiv spielen, um abzugehen. So, ich werde jetzt mal so eine Spürmine raushauen. Und nochmal eine. Ja, ich habe zu wenig Tinte dafür. So. Er funzt irgendwie noch nicht so, wie ich mir das Ganze vorstelle. So, kann er mal sterben? Danke. Die halten irgendwie mehr aus, habe ich das Gefühl. Aber ich habe die Tinsuka. Aber es lohnt sich gerade noch nicht, sie einzusetzen. Ich muss erstmal hier oben die Farbe des Feindes verwischen, um unser Gebiet wenigstens zu sichern. Aber da unten wartet schon wieder neue Farbe auf mich. Oh Gott. Oh Mann! Komm schon! Ich bin Niku! Und ich suchte das Spiel, deswegen hat der Let's Player gegen... Oh Mann, das ist so ein typischer Flame-Part, wo ich mich so über meine eigene Unfähigkeit aufrege. So, ich habe leider nur... Ah, ich habe beide Kills bekommen. Okay, cool. Ja, ja, mal gucken, wie es am Ende der Runde läuft. Oh Gott, Mann! Ich bin Level 20 und ein Japse! Was schlägt jetzt hier noch ein? Oh, noch ein Tintenado. Ist auch eine geile... Oh, komm, schon wieder verloren! Mann! Oh Mann, ich brülle hier voll ins Mikro. Das darf ich nicht. Und schon wieder verloren. Geiler Scheiß. Immerhin war ich Erster. Mit der Leistung. Starke Leistung, Team. Das war wirklich keine gute Runde von mir. Okay. Was bekomme ich denn? Ich bekomme... Schneller. Ich glaube, ich kann, dass ich mich als Tintenfisch schneller bewegen kann. Naja. Ist es nicht das, was ich wollte. Ich bin auch mit meinen Ausrüstungsgegenständen einfach insgesamt noch nicht so ganz zufrieden. Da werde ich einfach mehr spielen müssen, um mehr freizuschalten. Weil ich vor allem eigentlich... Regeneration wäre mir ganz wichtig. So Bewegungsgeschwindigkeit, ja. Oh, 5 Japaner. Geiler Scheiß. Aber jetzt zeigen wir es ihnen. So, wir spielen schon wieder auf der Dekabahn-Station. Warum? Oh, come on. Warum können wir nicht mehr in den Skatepark spielen? Ich finde das ein bisschen komisch. Dieses 2-Map-System, das muss mir Nintendo nochmal irgendwann erklären. Warum auch immer sie das gemacht haben. Da wäre ich mal froh, wenn sie mir das erklären könnten. Was sie sich dabei gedacht haben, dass man immer nur 2 Maps spielen kann. Soll damit der Wiederspielwert gefördert werden, dass man sozusagen öfter reinschaut, um verschiedene Maps zu spielen? Keine Ahnung. Aber ich meine, das hindert einen doch irgendwie ein bisschen daran, dieses Spiel zu suchten. Weil irgendwann, wenn man immer wieder die gleichen Maps gesehen hat, hat man doch da irgendwann keinen Bock mehr drauf, oder? Also würde ich jetzt mal so schätzen. So, mit der Tensuka erstmal einen erledigt und dann wurde ich vom Tinferno zerstört. Mist. Das ist auch mal eine Spezialwaffe, die ich gern mal hätte. Das Tinferno, da hätte ich echt mehr Bock drauf. So, hier unten hat noch niemand eingefärbt. Komm, weg da. Sehr gut. Und hier oben auch noch. Hier war auch noch keiner. Da unten ist jemand. Der wird vermutlich da hochgehen, oder? Oh, jetzt hat... Oh, der hat mich erwartet. Nein, er hat mich erwartet. So ein Mist. Dann steht hier dieser komische Nico. Boah, der geht mich auf den Sack. Ist das einer von meinen Abonnenten, ne? Keine Ahnung, ob das einer von meinen Abonnenten ist. Wenn du einer bist, ich werde dich finden. Nein, Spaß. Doch, ich werde dich finden. Und dann werde ich deine Splatoon-CD zerbrechen. Und jetzt gehe ich nochmal hier hoch. Ah, ich habe meine Tensuka wieder. Sehr schön. Das sieht man doch gerne. Kann ich hier irgendwo hinrotzen? Ich rotze einfach mal jetzt hier runter. Weil ich die Gegner gerade nicht sehe. Und dann... Ist da hinten einer? Nö. Ich schieße jetzt einfach mal, um Tinte zu verteilen. Oh, ist hinter mir einer. Nee, es ist so ein Rasensprenger. Oh Mann! Da wollte er mich mit seinem komischen Rasensprenger wegmachen. Ja, der schiebt mit dem Gallon. Oh, das ist sogar der 96er Gallon. Boah, krass. Der hat wahrscheinlich eine noch niedrigere Feuerrate und macht einfach noch mehr Schaden pro Schuss. Ja, okay. Wie jeder will. So, Spürbombe. Die wird ihn hoffentlich wegrotzen. Was nicht?
Boah, hat er uns alle gerade weggerotzt. Boah, ist, Alter, ist der krass. Boah, der rotzt alle weg. Der rotzt einfach alles weg. Oh, hinter mir. Da ist der Suchti. Es ist der Suchti. Aber ich habe den Suchti auch noch bekommen. Boah, der geht ja mal ordentlich ab. Krasser Scheiß. Ja, ich werde mich um unser Gebiet kümmern. Unser Team stürmt zwar hier komplett in die Mitte, aber vernachlässigt einfach komplett, dass unsere Gegend hier eingenommen wird. Der Typ ist schon wieder da, oder? So, sehr gut. Komm jetzt hier noch da unten irgendwie irgendwas einfärben. Boah, Mann. Ich bin mit meinem Team nicht zufrieden. Das möchte ich hier offen sagen. Die stürmen alle in die Mitte, anstatt sich um unser Gebiet zu kümmern. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich beantrage ein anderes Team. Ich bin damit nicht zufrieden. Ja, da können sie sich auch ruhig ärgern. Aber die Leistung war nicht überzeugend. Ja, ich war wieder Erster. Obwohl ich nicht so gut gespielt habe. Nein, 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 so soll es nicht weitergehen. Aber ist okay, meine Leistung steigt immerhin. Und eine Runde können wir noch hinten dran packen. Das ist cool. Eine Runde spielen wir noch. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Aber man sieht, mein Skill steigt. Also ich muss mich nur wieder reinspielen. Im nächsten Part geht es dann hoffentlich ab, weil ich werde jetzt direkt noch einen Part aufnehmen. Also vielleicht im nächsten Part rockt Hübi alles weg. Wenn wir hier noch zwei Leute finden würden. Komm schon, irgendjemand will dann noch Splatoon spielen. Na, dann spiele ich halt mal ein bisschen Doodle Jump in Tintenfischform hier. Warum finden wir jetzt keinen? Es werden doch wohl genug Spieler online sein, oder? Also will ich hoffen. Ich glaube nicht, dass Splatoon so ein Misserfolg ist. So, da haben wir noch einen. Ja, yeah, geil, noch ein Japaner. Freude kommt auf. komm schon, ich will nicht cutten. Cutten, das ist für so ein kleines Video ist das so blöd, wenn man da immer extra dran denken muss. Da werde ich doch jetzt wohl noch ein... Danke. Katrin. Sehr schön, Katrin. Gut so. Jetzt werde ich alles vernichten. Mal wieder auf der Dekabahn-Station. Haben wir ja nicht schon oft genug gespielt? So, wir haben keinen einzigen Japaner. Die haben drei Japaner. Na dann, zeigt ihnen, was Europäer und Amerikaner und, keine Ahnung, Australier drauf haben. Die nicht solche Schriftzeichen haben. Zeigt es ihnen, Leute. Zeigt ihnen, dass auch wir zocken können. Wenigstens ein bisschen. Okay, auf geht's. Oh, da schießt schon einer mit der Tensuka. Die habe ich jetzt aber auch. Wow, was war das denn? Oh, da hat mich einer nice an der Seite weggerotzt. Alles klar. Macht nichts. Macht nichts. Wir müssen erstmal hier unser Gebiet einfärben. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Mein Team stürmt schon wieder Hals über Kopf in die Mitte. Hier oben hat sich auch noch keiner drum gekümmert. Och, Leute, ihr müsst ein bisschen gründlicher vorgehen, ganz ehrlich. Was machst du denn da? So, da laufe ich nicht rein. Oh, Mann! Da kommt wieder so ein Guy. So ein Japaner. Mit Ausrüstungsgegenständen, die er viermal upgraden kann. Und dann wieder voll die miesen Extras hat. Okay. Da unten ist extrem viel los. Ich schicke mir so eine Spürbombe runter. Was? Zu wenig Tinte? Echt jetzt? Okay. Ich rotze einfach noch. Ich hau da einfach mal so ein paar Minen runter. Ah, die hat ihn jetzt geortet. Aber hat ihn nicht getroffen. Ah, er konnte jetzt wieder nicht setzen. Oh, jetzt hat er mich gerotzt. Ach komm schon, wir werden schon wieder überrannt. Das ist doch nervig. Ich verstehe nicht, woran das liegt. Also es ist wirklich, ja, komisch, diese Folge. Ach, komm schon, Mann! Ja, komm schon. Jetzt gehen wir nochmal ab. Jetzt gehen wir nochmal ab. So eine komische Heuboje, die juckt mich doch nicht. Weißt du, Nico, vorhin bist du mir voll auf den Sack gegangen. Da machst du jetzt wieder gut und geh den anderen auf den Sack. Was? Boah, der hat mich auch noch erwischt. Mit dem Klecksroller.
Ich spiele eine Waffe, für die ich keinen Skill brauche. Sollte ich vielleicht auch tun, wenn ich so versage wie momentan. Da würde ich vielleicht besser abschneiden. Nein, aber ich will doch mit hier, mit der Blaster, mit den Klecksern besser werden. Dann muss ich doch auch mit denen spielen. So, hier unten nochmal richtig viel einfärben. Komm, Gas geben, Gas geben. Abtauchen, um nochmal hier zu Ding, Punkte zu bekommen. Tinte sammeln. Sehr gut. Dich weggerotzt. Und ich habe nochmal richtig viel eingefärbt am Ende. Geiler Scheiß. Und das ist der Sieg für uns. Das ist der Sieg für uns, oder? Ja, ich glaube schon. Das sieht ziemlich gut aus. Geil. Das war nochmal richtig cool am Ende. Die Europäer haben gewonnen. Ich bin Zweiter. Unser Team war ungefähr gleich gut, außer Nico. Der hat ein bisschen abgekackt. Macht nichts. Ich bedanke mich fürs Einschalten. War richtig, richtig cool. So, wir kriegen sogar noch neuen Stuff und sind Level 8 geworden. Und da bekommen wir... Oh, mehr Schaden. Das ist doch sehr gut. Ein schönes Ende für den Part, der eigentlich nicht so erfolgreich gelaufen ist. Meine Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Hübi. Haut rein.